day, I have it my way, I'm shining like the sun. Shopping Horn, dein Platz zum Einkaufen. 11. Runde, der SV Horn trifft auswärts auf den SC ISV Parndorf. Eine brisante Partie dürfen wir uns erwarten, wenn der Vorjahresmeister auf den aktuellen Tabellenleader, wenn die burgenländische Vormachtstellung der Regionalliga auf den Waldviertel-Express der dritthöchsten Spielklasse trifft. Weiterer Zündstoff, der die doch vorhandene Rivalität anheizt. Slaven Lalic, Michi Pitnauer und Miroslav Milosevic wechselten im Sommer von Parndorf nach Horn. Ja, das ist in Österreich Fußball so. Es ist nicht ein großes Land, da wird es immer wieder Aufeinandertreffen geben, wenn man sich irgendwo trennt. Ja, für mich natürlich ganz besonders gegen einen Ex-Verein, vor allem weil ich letztes Jahr hier Meister geworden bin und trotzdem hier die Leute nicht dankbar waren. Im Gegenzug wechselte der ehemalige Publikumsliebling und Spielmacher Richie Wemmer vom Waldviertel zum Titelkonkurrenten nach Parndorf. Eine höchst interessante Partie bei doch sehr eisigen Temperaturen dürfen sich die 600 Zuseher erwarten. Der SV Horn mit unveränderter Aufstellung wie schon in den letzten Partien. Hauptaugenmerk einiger Fans liegt auf Mario Konrad, der nach seiner anfänglichen Torstimmung in den letzten Partien nicht so recht in Schwung kam. Beide Mannschaften starten ambitioniert in diese Partie, suchen das Spiel nach vorne. Eine der wenigen Möglichkeiten für die Parndorfer hat Richard Wemmer nach nicht mal 2 Minuten. Zählbare Tormöglichkeiten findet man eher auf der Seite des SV Horn. Mario Konrad gleich zu Beginn des Spiels tankt sich hier links gut in den Strafraum. Endstation ist allerdings beim Parndorfer Torhüter. Nach 7 Minuten die nächste Möglichkeit für den SV Horn. Miroslav Milosevic probiert's aus 20 Metern. Philipp Petermann im Tor der Burgenländer lässt sich hier aber nicht überraschen. Grober Abwehrfehler der Burgenländer in der 22. Spielminute. Mario Konrad nützt diesen Fehler eiskalt aus, überhebt Philipp Petermann und schießt ein zu 1:0 Auswärtsführung. Mit seinem 5. Saisontreffer meldet sich Mario Konrad also lautstark zurück. Die defensiv anfälligen Parndorfer wurden zum ersten Mal gebrochen. Völlig verdiente Auswärtsführung für den SV Horn. Nach 25 Minuten tritt dann zum ersten Mal Zizan Stankovic in Erscheinung. Er pflückt diese Flanke vom Parndorfer Nachthimmel und vereitelt eine der wenigen Möglichkeiten. Eine Doppelchance für den SV Horn sehen wir nach einer halben Stunde Spielzeit. Philipp Zulechner scheitert hier im Torhüter und Mario Pranic am leeren Tor. Wenige Zentimeter und es hätte schon 2:0 für die Horner stehen können. Bislang wenig in Erscheinung getreten, lässt dann Emet Dilic seine Klasse aufblitzen. Er zieht vom 16er ab. Petermann hat alle Hände voll zu tun, um einen Volltreffer in die Kreuzecke zu verhindern. Eine richtig große Möglichkeit für Parndorf in der ersten Halbzeit sehen wir dann doch noch. Ein Schuss von Fabian Miesenböck wird von Kapitän Kummerer noch gefährlich abgefälscht und fliegt nur knapp neben das Tor. Dieses Schicksal teilt mit ihm Emir Dilic, er zieht vom 16er ab aufs lange Eck und auch dieser Ball verfehlt nur knapp sein Ziel. Wir befinden uns mittlerweile kurz vorm Pausenpfiff. Die einzige Unsicherheit in der Horner Defensive ermöglicht Schoko, wie er liebenswert von seinen Fans und Mitspielern genannt wird, die Möglichkeit zum Ausgleichstreffer. Die letzte Aktion in Halbzeit 1 gehört dann wieder dem SV Horn. Wieder eine Unsicherheit in der Parndorfer Defensive. Philipp Zulechner erkämpft sich den Ball, rutscht allerdings aus und schießt ihn drüber. Mit einer verdienten Führung und Überlegenheit am Spielfeld für den SV Horn geht's also in die Kabinen. Viel besser als im ersten Durchlauf starten die Hausherren in diese zweite Halbzeit und kommen schnell zu 2 guten Möglichkeiten. Jason Serraviano scheitert gleich nach Wiederanpfiff an Zizan Stankovic. Gleich 3 Schussmöglichkeiten ergeben sich für die Parndorfer wenig später. Jusic vernebelt den schlussendlich neben die Stange. Nach einem kurzen Durchhänger der Blau-Weißen spielt jetzt nur noch der SV Horn. Wir sehen keine einzige Tormöglichkeit mehr für den SC ESV Parndorf. Wechsel gibt's dafür jede Menge. Fabian Miesenböck, ja, Sie haben richtig gehört, er ist der jüngere Bruder von Marco Miesenböck, verlässt das Spielfeld, für ihn kommt Richard Stern. Beim SV Horn kommt Pichler für Dilic. Der wiedergenesene Sascha Pichler ist also zurück in der Mannschaft und findet gleich nach seiner Einwechslung seine erste Chance vor.
Dieser Ball geht nur haarscharf am Tor vorbei. 70. Spielminute, Eckball für den SV Horn, kurz abgespielt und Mario Pranic mit einer Zielflanke auf die Stirn von Alexander Djordjevic, der lässt sich das nicht nehmen, köpft ein und es steht 2:0 für den SV Horn. Wohl schon die Vorentscheidung in Pandorf, gleich danach verlässt Richard Wemmer das Spiel und nimmt Platz auf der Ersatzbank. Platz nehmen möchte Sascha Pichler noch lange nicht, er kommt gerade erst so richtig in Spiellaune. Die nächste Möglichkeit für ihn allerdings wieder neben das Tor. Nächster Wechsel. Für Mario Pranic kommt Salmin Sehajic ins Spiel. Unschöne Aktion dann in der 76. Spielminute. Der Bahndorfer Kapitän Roman Kumra mit zwei gestreckten in Richtung Miroslav Milosevic. Er sieht dafür die rote Karte. Ebenso das Spielfeld verlassen muss Mario Konrad, allerdings nur aufgrund eines Wechsels. Neu ins Spiel kommt Michael Pittenauer. 3 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit landet der Ball zum dritten Mal im Tor der Bahndorfer. Der Treffer zählt allerdings nicht. Pittenauer fälscht den Ball aus Abseitsposition ab. Die letzte Tormöglichkeit im Spiel wieder für Michael Pittenauer. Ganz alleine vom Torhüter legt er sich den Ball allerdings zu weit vor. Es bleibt also beim 2:0 Auswärtssieg. Gerechter und höchst verdienter Sieg also hier in Pandorf. Umso schwieriger die Aufgabe, umso stärker der SV Horn. Würdest du das so unterschreiben? Ja, eigentlich schon, weil wir haben von Anfang an gewusst, das wird eine richtig harte Partie. So sind wir auch ins Spiel gegangen, sind dann verdient in Führung gegangen, haben dann eine kurze schwache Phase gehabt, aber die haben wir gut bewältigt, dann das Zweite gemacht und das war dann die endgültige Entscheidung. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben heute wieder seit einigen Spielen wieder sehr gute Leistung gebracht. Meiner Meinung nach sogar die beste erste Halbzeit bisher in der Saison und der Sieg war völlig in Ordnung. Ja, wir haben glaube ich, heute ganz überzeugende Partie abgeliefert. Also von der ersten bis zur letzten Sekunde waren wir klar Chef am Platz, haben eigentlich Badendorf nie zur Entfaltung kommen lassen und haben in der Höhe auch verdient gewonnen, aber weiß auch schon mehr hätte sein können. Aber es ist unheimlich schwierig, auf den Graudacker da Fußball zu spielen. Und da bin ich sehr, sehr zufrieden, was die Mannschaft da heute geleistet hat. Ja. Ich habe jetzt ein paar Durchstrecke gehabt. Bin natürlich umso glücklicher, dass mir heute das Tor gelungen ist. Aber trotzdem, es sind immer 11 Spieler. Ich bin genauso abhängig von der Mannschaft und ich freue mich heute total über den Sieg. Riesig freuen tut es mich für Milosevic, der was heute meiner Ansicht nach der beste Mann am Platz war. Ein Ex-Bahndorfer und dass er gezeigt hat, warum wir ihn geholt haben und ich denke, dass es auch im Miro einen großen Schub nach vorne gibt. Also eine Genugtuung heute hier mit dem SV Horn zu gewinnen. Sozusagen. Mit diesem Auswärtssieg baut der SV Horn seine Tabellenführung also aus. 3 Punkte liegt man jetzt vor dem Wiener Sportclub mit einem unglaublichen Torverhältnis von plus 22. Wir freuen uns auf die nächste Runde zu Hause gegen Neusiedl. I have it my way, I'm shining like the sun. Shopping Horn, dein Platz zum Einkaufen.